Freunde, wir sind in Berlin-Schöneberg. Heute mal in diesem Gebäude. Ich nenne das Favela Schöneberg. Ja, ihr kennt ja dieses große Gebäude da, Palast. Ne? In dem bin ich gerade übrigens. Ja? Und ich bin wirklich sehr erstaunt. Das letzte Mal, als ich hier drin war, waren 90er Jahre. Und es war nicht so sauber wie jetzt. Es ist wirklich alles sauber, frisch gestrichen zum Beispiel. Und ein Kollege gerade, der auch gerade hier steht neben mir, möchte natürlich nicht gesehen werden, aber er führt mich so ein bisschen herum und zeigt mir so ein bisschen, was hier so abgeht. Was mir gleich einfällt hier, oder auffällt, ist gleich die Sicht hier, ne? Die komischen Türme. Bruder, was ist das eigentlich für ein Turm? Das ist der Weiß man, ja? Ist ja egal. Funkturm oder irgendwas, genau. Ja, vorne. Auf jeden Fall sind wir hier, guck mal hier. Die Einrichtung so ein bisschen ist okay. Ja, ich finde das sauber. Die haben schon einiges gemacht hier. Und dann hier so eine allgemeine Mülltonne. Und Leute stellen halt was raus, wenn die halt, keine Ahnung, falls sie denken, jemand kann das jemand anders gebrauchen, dann schmeißen die es nicht weg, sondern stellen das nach außen. Finde ich auch ganz cool. Ja, ich würde sagen, Six All in the Mix übrigens. Herzlich willkommen zu einem Video. Daumen nach oben, abonniert diesen Kanal, aktiviert die Glocke, um nichts mehr zu verpassen. Und wenn ihr mich unterstützen wollt, mein PayPal ist unten in der Infobox. Ja, einer auf den. Ja, ist ein bisschen komisch, wenn man mit der Kamera selbst nimmt. Es ist am Anfang immer so, danach gewöhnt man sich dran. Man muss ein bisschen, für Social Media muss ein bisschen verrückt sein. Ja, kein Problem, ich komme aus Russland, ist kein Wunder. Hier so, sind Fahrstühle, ein paar Fahrstühle. Gut, das ist jetzt so ein bisschen, geht so, ja. Ist okay, aber die Fahrstühle sind nicht neu, die sind alt, wa? Die sind immer so geblieben, seit Jahren. Habe ich dir auch so in Erinnerung. Okay, ja, lass uns probieren, mal darüber zu gehen, da reinzugehen. Ja. Und, ah ja, das ist eine automatische Tür. Ach so, da muss man klingeln. Mhm. Das ist gesichert. Ah, okay, sodass da nicht jemand einfach reingeht, ne? Hier sind die Klingeln vorne, ich will jetzt nicht zeigen, die Namen. Aber krass. Wir werden natürlich hier auch Schnitte setzen, wir können die nicht einen One-Take machen. Weil, ja, guck mal, hier, die Tür geht auf. Es ist ja komplett gesichert, Bro. Die Leute haben sich gerade gewundert, ob da jemand geklingelt hat. Da haben wir gesagt, ja, wir sind aus Versehen rangekommen. Schaut mal, das ist so der Innenflur, der durchs ganze Gebäude quer geht. Schon eine Weile nicht hier gewesen, heftig. Das heißt, die sichern hier die ganzen Dinger? Mhm. Damit nicht irgendjemand sein. Ich verstehe. Krass. Da geht es dann auch weiter, oder was? Ja. Heftig. Das ist krass, Bruder. Das habe ich vorher irgendwie, ich weiß nicht, ob das vorher so gesperrt war. Kann ich mich nicht daran erinnern, dass es so gesperrt war vorher. Meinst du, das haben die neu eingebaut, dass du auch klingeln musst? Das mit den Türen? War das nicht früher so, dass man einfach durchgehen konnte? Ich kann mir gut vorstellen, dass es einfach so war. Ich kann mich daran erinnern, das war, ich weiß es nicht mehr, ich kann das zu lange her. Hier nochmal auch noch eine andere Sichtweise. Eigentlich genau genommen dasselbe. Jetzt sind wir auch am Turm näher dran. Auch sehr interessant. Heftig, Bruder. Die ganzen Graffitis hier, da gehen wir später auch nochmal unten rein. Bei den Spielplätzen und Co. Nee, aber sieht schon besser aus alles, auf jeden Fall. Sieht schon auf jeden Fall besser aus. Das heißt, wenn wir jetzt quer durchs Gebäude gehen wollen, müssen wir nochmal klären, ne? Kommt ein bisschen asozial, aber... Ja, ich glaube, das reicht, das einmal war schon okay so. Wir sind ja jetzt hier ganz oben, wa? Mhm. Heftig, Bruder. Ja. Man sieht schon so ein bisschen. Die Infrastruktur, die lässt so ein bisschen nach. Ich weiß nicht, wie alt der Boden ist. Aber vielleicht haben die hier alles neu gemacht. Man weiß es nicht, so lange her, Bro, als ich das letzte Mal hier drin war. Ich war nur ein einziges Mal hier, von alter Kollege damals, Schulkamerad, der hier gelebt hat. Aber das ist auch schon 100 Jahre her, Bro, gefühlt. Ja, schon sehr, sehr lange her. Sauberkeit im Palacio, bla bla, heftig. Das ist, wie gesagt, auch voll cool, weil sonst musst du mal rausgehen. So gehst du in den Flur, ballerst rein und tschüss. Mhm. Ist auch irgendwie entspannt, oder? Übel entspannt, ja. Das ist geil, so eine Komplexe sind geil. Ja, feier ich auf jeden Fall, so eine Tonne. Schaut mal hier, ab und zu gibt es auch Leute, die sich ein Kippchen rauchen. Und so ein bisschen... Alter, das sieht aus. Was geht ab? So ein bisschen... Semitschki, sagt man auf Russisch. Ich weiß nicht, wie man sagt. Auf Arabisch oder Türkisch. Auf jeden Fall hier dieses Vogelfutter. Wie nennt man das? Körner. Einfach gegessen und da gelassen, Bro. Das ist der Vibe, Bro. Das ist der schöne Vibe. Wollen wir lieber nicht die Treppen runtergehen? Vielleicht intensiver, anstatt auf dem Fahrstuhl zu warten. Ah ja, okay, so durchgehend, heftig. Aber ist sauber auf jeden Fall, sehr, sehr sauber hier, finde ich. So, wir gehen hier mal den Rest runter, zu Fuß. 10 Stockwerke runter. Ah, hier hat jemand ihre Brüder gelassen, läuft.
Chilling ist es leer? Es ist leer, 25 Cent. Hätte ich damals mitgenommen. Nein, der wäre zu gut. Richtig am Assi, weißt du? Ja, so wie dein Kollege mich gefilmt hat, ne? Ich meinte, ey, er meinte, können wir ein Video machen? Ich meinte, ja, können wir machen. Was sollen wir machen? Ich meinte, warte ganz kurz, ich habe sowieso eine Flasche in der Hand gehabt. Ich habe gesagt, ich kram jetzt in der Tonne, trink was und du kommst zu mir und tust so, als wäre ich ein Penner. Der meinte, ja, gerne. So. TikTok läuft nicht mehr. Wie groß sind die Wohnungen hier? Meinst du 800 Euro? 80 Quadratmeter. Okay, guck mal hier, das ist auch schon ein bisschen abgefuckter hier. Hat auch schon bessere Tage gesehen. 80 Quadratmeter. Aber 80 Quadratmeter ist groß, Digga. Ist gut. Ja, zum Beispiel sind wir zu sieben. Ah ja, okay, 7 Leute, ja. Naja, gut. Ist trotzdem relativ sauber. Ist auf jeden Fall, habe ich in Spandau oder andere Orte, zum Beispiel Neukölln, habe ich ganz andere Sachen gesehen, weißt du? Schöneberg ist dagegen ein Paradies, ne? Ist wirklich sauber so, jetzt an den Wänden so ein bisschen. Ja, ist nicht schlimm. Ja, dieses Oldschool hier, dieses, was jeder gemalt hat früher. Ist okay, ist eigentlich relativ sauber, finde ich. Hier ist ja absolut nichts. Gut, die haben renoviert. Aber guckt euch mal bitte so diese alte Konstruktion an. Schaut mal hier, diese ganz alten Rohre und so, richtig ekelhaft. Ich meine, Oldschool halt, ne? Du denkst dir, was geht ab? Damals waren die Rohre nämlich außen, so, weißt du? Nicht im Inneren so, wie die das jetzt bauen mit den Neubauten. Bei den Neubauten siehst du gar nichts mehr mit den Rohren, nur vielleicht draußen am Gebäude. Aber das ist so richtig Oldschool. Guck mal hier, hat jemand seinen Nagel hier verloren, Alter. Seht ihr das? Hier so richtig Oldschool. Ja, krass, Bro. Tütchen? Was ist hier los? Gibt's hier auch Drogen, Alter? Nicht, dass du Schluss tun. Aber so Drogenleute gibt's hier, ja, wa? Stimmt, gibt's ja überall. Aber so Junkies habt ihr nicht, die so auf den Treppen sitzen und dann sich einen ballern, okay? Die werden auch immer weggeschickt, die sind da so Türken. Okay. Ja, gut, Junkies haben ja keine Nationalität, das ist ja jeder irgendwie. Du weißt ja, so ein bisschen. Alter, wie kommen wir raus? Ja. Achso, okay, ich dachte, das ist schon wieder irgendwo klingeln, Alter, um rauszukommen. Erstes OG. Boah, ist das erste Stock? Ist voll hoch, Alter, hier, also der erste Stock. Ist das der erste Stock? Erste. Heftig, Bruder. Wie hoch ist der denn, Alter? Ja, hier nochmal so ein paar Bilder, die nicht mehr so sauber sind. Oder nicht mehr perfekt aussehen. Aber ist ja nicht schlimm so. Ja, Mann. Hier hat jemand Milky Way gegessen, was auch immer. So, ah nein, das ist der erste Stock. Boah, haben wir so ein Gitternetz hier, das geht doch. So, und jetzt kommen wir auch schon zum Ausgang. Boah, die Tür ist mal gleich geballert hier. Auch drumherum ist schön. Geht so, guck mal da, ein Innenhof, wa? Ist das der Innenhof? Dann gehen wir da erstmal rein, würde ich sagen, oder? Ach, da kann man ja auch raus, ne? Wo waren die Graffitis? Die Graffitis waren hier, wa? Ja. Okay, dann gehen wir mal ganz kurz in die Graffitis. Aber das ist jetzt kein Schussloch, Alter, oder? Das ist jetzt kein Schuss gewesen. Ich wollte schon sagen, Alter. Schau mal vor, jemand schießt hier. Auf Wohngebäude. Ja, meine Lieben. Schaut mal. Und das ist der Komplex hier, wovon ich gesprochen habe. Ist wirklich so wie Favela-mäßig. So. Boah, heftig, Bruder, wie das aussieht. Sag ich mal ganz kurz. Keine Sorge, falls du drauf bist, werde ich dich rausschneiden gleich. Später, wenn ich das poste. Und das ist das Ding, Freunde. Ich werde euch auf jeden Fall nochmal von etwas Weitem das Gebäude gleich zeigen. Und ja, kann man da rumgehen und da rauskommen? Nee, da nicht mehr das. Nur so, wa? Shit, aber hier musst du wieder rein klingeln wahrscheinlich. Kann man da raus? Wie? Da raus, wieder auf die Straße? Achso, ja. Hier. Ja? Ah, ja, okay. Perfekt, Bro. Danke dir. Aber guck mal, die Konstruktion ist eigentlich gar nicht so schlecht. Diese alten Sachen waren damals auch sehr gut. Schau mal. Autos, also Gebäude mit Garagen gleich, mit im Gebäude. So. Das ist gar nicht mal so schlecht, Mann. Hier, ich hatte einen Freund, der nennt das immer so, sieht aus wie ein Kreuzfahrtschiff. Kreuzfahrtschiff, ja, genau. So ein bisschen Kreuzfahrtschiff oder so Favelas in Brasilien so ein bisschen. Ja. So. Aber so ein gemeines, allgemeines Ding. So. Sieht sehr, sehr interessant aus, auf jeden Fall. Die Konstruktion damals war gar nicht so schlecht. Ja, heftig.
Sieht sehr gut aus, gefällt mir auf jeden Fall. Ist ja einfach so, so viele Leute wie möglich auf einen Fall. Reinpassen, ja. Ja, krass. Krasses Gebäude auf jeden Fall. Ist auch sehr legendär. Berlin-Schöneberg, Freunde. Der Müll ist ein bisschen draußen. Geht schon. Dachte sich, ich mach später, Alter. Später, jetzt nicht. Naja. So ein paar Fahrräder, so ein bisschen Einkaufswagen. Aber sonst alles geordnet. Ja, so ein bisschen Müll ist jetzt nicht schlimm. Ist nur ein bisschen Müll jetzt. Schaut mal hier, ein Gürtel aus dem Nichts, Alter. Von weit wie so eine Schlange, Alter. Was geht ab? Und eine Zahnbürste daneben, Alter. Bauarbeiten, zufällig einfach Sand auf dem Lastwagen. So ein bisschen random. Vorne Familien. So, meine lieben Freunde, und hier sind wir nochmal draußen vor dem Palacium. So heißt das Ding. Berlin Palace, Schöneberg. So ist das Gebäude nochmal von außen aus. Da waren wir gerade drin, in der Mitte des Gebäudes. Von da aus gibt es auch eine schöne Aussicht. Ja, und das ist hier ein ehemaliger Bunker. Ja, ich habe mich dafür, wie gesagt, nie interessiert. So. Aber sieht gut aus. Ups, Vorsicht, dass wir nicht überfahren werden. Auf jeden Fall, schaut euch das an. Das ist hier ein Bunker aus dem Zweiten Weltkrieg. Boah, wie sie schallt, Bruder. Schaut euch das an. Gehen wir ganz kurz näher, auch die Graffitis. Ein paar Graffiti-Vibes, wie ihr seht. Ja, sehr interessant. Oben auf dem Gebäude das Bild, wie es mal früher aussah. Berlin war komplett zerstört, wa? Also, heftig. Und das ist hier so der Eintritt. Boah, wie das damals aussah. Sieht aber aus wie so ein Theater oder sowas, museummäßig. Gehen wir mal ganz kurz rauf. Steht auch was auf Russisch da links. Ah ja, okay, krass. Sogar auf Russisch. Das haben die damals ja auch das haben die auch damals hier eingenommen, ne? Okay. Ja, heftig. Nach dem Sieg. Nach dem Sieg, bla bla bla, genau. Ich habe lange nicht mehr gelesen, aber ich kann das. UFO, THC. Okay. Ein paar einzelne Buchstaben kann ich noch, aber... Ja, das Ding wurde so auf dem Motto, bla, ist das Ding von dem Typen gewesen damals. Aber er hatte wahrscheinlich noch einen. Das war nicht sein Hauptbunker. Das war nicht von dem Onkel A, ist nicht der Hauptbunker, weißt du? Ach so. Wir sprechen hier was vom Bunker und Da steht doch irgendwas. Ja. Hochbunker Palaststraße. Krass, habe ich nicht gewusst. So richtig, dass es genau hier in der Nähe ist. Hochbunker Palaststraße. Bis heute erinnert der graue und nur im Rohbau, was? Rohbaufertige Gestelle. Hochbunker an die nationalsozialistische Diktatur, an den Zweiten Weltkrieg. Errichtet wurde er 1944-45 von sowjetischen Zwangsarbeiterinnen. Ah ja, okay, krass. Ah ja, okay, als sie dann sozusagen hier in Gefangenschaft genommen wurden in den Zweiten Weltkrieg, haben das sozusagen die Gefangenen hier errichtet. Wow. Irgendwie haben die früher alles besser gebaut als wir heute. Kann das sein? Das ist robuster auf jeden Fall. Guck mal, wie robust das ist. Guck mal, wie das Gebäude aussieht. Also für unsere Verhältnisse heute ist es okay. Palaststraße halt, ne? Palaceum. So, entspannt. Aber schau mal, wie robust das Ding aussieht. Die konnten es nicht sprengen. Da steht, guck, zweiter Absatz. Bruder, wenn Russen irgendwas bauen, ist kein Wunder. Dann können sie es natürlich nicht sprengen. War wieder klar, Alter. Ja. Nach dem Krieg versuchten die US-Soldaten mehrmals vergeblich, den Bunker zu sprengen. Ja, heftig. Haben sie nicht geschafft. Ja. Ich will jetzt nicht alles durchlesen. Kommt einfach mal selber her und zieht es euch rein, wenn ihr mal in Berlin seid. Ja? Also der Anblick ist herrlich. Schaut mal bitte. Man kann auch mit den Treppen direkt da hoch, oder? Ja, jetzt kommt so ein Großmeister. Ja, okay, der chillt hier. Der Hausmeister ist Deutscher übrigens, wa? Wir können auch da hoch. Können wir auch da hoch? Auf anderen Wege, ja. Okay. Warum nicht? Können wir uns mal anschauen, wenn wir schon hier sind. Mittendrin eine kleine Siedlung, hier auch im Hinterhof, auch sehr, sehr interessant. So, hier wohnt der Kollege zum Beispiel. Und dann gegenüber dieses Riesengebäude. Und dann hier die Garagen aus dem Nichts. Einfach so zwischendurch überall Garagen, oder was? Auch hier unterirdisch. Was ist das für ein Komplex? Heftig. Einmal googeln, Freunde. Wikipedia sagt es euch. Ich bin nicht so der Allgemeinwissen. Und mein Allgemeinwissen ist eine Dose Cola. Aber ich zeige euch gerne Sachen, Bro. Ja, es gibt auch intellektuelle Kanaken, gewissermaßen. Ja. Der junge Mann neben mir ist auch super intellektuell. Also er hat was im Kopf. Er ist ein Jahrzehnt hier und spricht besser Deutsch mit meinen ganzen Onkel zusammen. Kommt aus Syrien. Aus Syrien kommst du, mein Lieber? Ja, genau. Ja, krass. Okay. Ja, heftig. Heftige Gegend. Wow.
Sieht aber auch schon so nach Bunkersteil hier auch alles aus. Ne? So nach Kriegsgebiet. So Nachkriegszeit. Also. Ja. Kollege hat gerade gemeint, das sieht aus wie so eine Art Warzone, so ein bisschen Ostblock, so Russian Feeling, so wie die das gebaut haben, wa? Kommt mir aber wirklich sehr bekannt vor. Genau so sieht es auch in Russland aus, Bro. Vor allem in Moskau, wo ich war. Wo wir doch, bevor wir nach Deutschland gekommen sind, haben wir ein Jahr in Moskau gelebt. Und da war es genauso von der Konstruktion her, voll komisch so. Also, war halt so, ja, so ein bisschen Knast-Feeling, so, weißt du? Etwas knastfeeliges Feeling. Schau mal hier, heftig mit dem Gebäude. Über Regenschirme und die ganzen, die Satellitenschüsseln. Heftig, Bruder. Das ist eine Gegend, Alter. Schöneberg. Hier eine Welt vorhin aus dem Nix. Ne, tolle Gegend auf jeden Fall. Schaut euch das an. Warm, Digga. Berlin-Schöneberg. Tolle Gegend. Ja. Gefällt mir auf jeden Fall so. Boah, jeder hat eine Satellitenschüssel. Jeder. Fast jeder. Guck mal. Das sind safe 100 Stück, Alter. Vorhin noch 1500 Leute. 1500 Leute. Boah. Aber das hier hat schon immer dazu gehört, weil es neu ist. Weil es sieht so neuartig aus. Eine sehr, sehr interessante Konstruktion, Freunde, kann ich immer wieder sagen. Erinnert mich so ein bisschen auch an den Bau in Neukölln. Sonnencenter, kennst du das? Bloß hier ist in einem anderen Stil, in einer anderen Art und Weise. Ja, ja, cool, gehen wir da zu diesem Palassierungssiegel. Heftig, ja. Sieht schon geil aus. Da können wir nicht hin. Achso, da kann man nicht hin, ne? Abgesperrt. Ja, hier noch so ein bisschen, ein paar Dinger. Hin und wieder mal was auf dem Boden, sehr viele Vapes, ein bisschen Schwamm, ein bisschen das. Aber hier werfen bei weitem nicht so viele Leute ihre Sachen runter wie irgendwo in Neukölln. So. Ja, ich will es Neukölln nicht schlecht machen, ich sag ja nur, Neukölln bleibt dreckig. Schöneberg ist wirklich sehr, sehr angenehm so im Vergleich. Ja, gehen wir mal runter. Kommen wir da raus überhaupt? Achso, da kommen wir gar nicht raus, ja? Okay. Ja, das ist gut, dann gehen wir mal außen rum. Guck mal hier, Bruder, Kapseln, Bruder. Die haben schon, die haben schon. Vereinzelt wird hier was runtergeworfen, aber es ist jetzt nichts Besonderes. Selbst die Raucher haben ihre Ecken hier. Die kommen her, die rauchen, werfen nur auf dieselbe Stelle. So muss das sein. Guck mal hier, Löffel. Du siehst einen Löffel. Du siehst einen Vape wieder. Was man nicht hier alles findet, Alter. Das Spielplatz gegenüber. Einfach ein Haarreifen. Ach, guck mal, aber die haben hier Mülltonnen, ne? Da wirft keiner was rein, so geht's so. Ist schon Gefängnis-Hut-mäßig, ne? Krass, Digga. Da hast du recht, Bro. Kollege meinte gerade, hier so zum Beispiel so wie so eine Art Lost Place. Aus dem Nichts, Alter. Krass, mit den alten Pfeilern hier, dass das alles noch hält, so. Ist das noch zu bedeuten hier, an den Ecken? Galatasaray. Ach, Galatasaray, okay. Bro, dann danke ich dir auf jeden Fall für die Tour, ne? Freunde, wir sind knapp durch, aber wir gucken uns noch ein paar Sachen an, würde ich sagen. Schöneberg ist nicht klein, ne? Und danke dir schon mal, ne? Ja, hat mir gefallen die Tour jetzt hier. Es geht natürlich weiter, wir sind noch nicht am Ende. Ein sehr, sehr bescheidener junger Mann. So. Ja, will nicht in der Öffentlichkeit stehen, will auch nicht gezeigt werden. Möchte das alles nicht, fastet, geht jetzt wieder nach Hause. War sehr unterhaltsam mit ihm, wirklich. Meiner Meinung nach, wenn man hier in Schöneberg ist, muss man unbedingt zum Hisar gehen. Hier nochmal in den ganzen Ecken entlang mit den ganzen Shops und Cafés. Aber wir gehen auf jeden Fall zu Hisar und da schauen wir mal, was da drumherum noch passiert. Auf jeden Fall ein sehr, sehr aufregender, schöner Ort in Schöneberg, ja, Pallas. Hinter mir scheint jetzt irgendwas vorgefallen zu sein, ich weiß gar nicht, wie ich jetzt hier gelandet bin, aber wir sind nun mal jetzt hier. Keine Ahnung, es soll ein Brand sein. Ganz viel Polizei, ganz viele Feuerwehr. Wir werden uns aber jetzt nicht weiter aufhalten hier, wir gehen natürlich weiter. Alte Palast! Und das Gebäude nochmal von Weitem. Da waren wir heute drin. So, und da sind wir auch schon. Wir sind jetzt gerade hier am S-Bahnhof Yorkstraße. Wir sind jetzt angekommen. Und wisst ihr, was das Beste daran ist? Jackpot ist, dass die ganzen Muslime fasten und ich kann jetzt hier essen. weil es nicht so voll ist. Von der Schlange her. Schaut euch das an. Super Schlange gerade. Ein paar Leute noch. Hisar ist ein Muss, Freunde, in Berlin-Schöneberg. Wenn ihr in Schöneberg seid,
Wenn ihr nach Berlin kommt und in Schöneberg seid, zufällig zum Beispiel, oder hier ein Hotel habt, dann auf jeden Fall Dönerland Hisar. Und so sieht das Ding natürlich dann aus. So, und wenn man hier ist, muss man natürlich reinbeißen. Und darum geht es ja auch. Boah, der tat gut gerade, Freunde. Ich bin wirklich voll am Arsch. Ist wirklich einer der besten Döner hier in Schöneberg. Ich würde sogar sagen, der beste Döner, aber nur in Schöneberg. In Berlin sieht natürlich die Sache ein bisschen anders aus. Ja? In Berlin ist ja einer der besten. Na gut. So, danke euch auf jeden Fall fürs Zuschauen. Das war es dann auch schon mit dem Video. Wir wollen jetzt hier nichts überstürzen. Wir sind hier gerade an der Zieternstraße, Bülowstraße, ja? Zwischen Bülow und Neulendorfplatz. Das ist sozusagen Berlin-Schöneberg. Und ja, danke fürs Zugucken. Six all in the mix. Ich würde sagen, Daumen nach oben, abonniert diesen Kanal, aktiviert die Glocke, um nichts mehr zu verpassen. Und guten Tag. Der geilste Opa hier mit dem Ding. Und ja, meine Infobox ist natürlich voller Informationen. Instagram, TikTok. Schaut euch da mal ein bisschen um. Und mein PayPal-Link, ganz wichtig, wenn ihr mich unterstützen wollt, ein bisschen Moneten rüberschießen wollt, macht das per PayPal. Mein Link ist unten in der Beschreibung. Danke fürs Zugucken. Grüße aus Berlin, Schöneberg. Wir sind hier mit draußen. Es geht hier, Museum. Ja, das war's. Danke, haut rein.